Geschätzter Herr Präsident, geschätzte Frau Bundesrätin, Kolleginnen, Kollegen, gestatten Sie mir einen kurzen Rückblick im Ausblick. Manchmal verliert man eine Abstimmung. C'est la vie. Das ist die Demokratie. Und man kann sich trösten jeweils. Mit jeder verlorenen Abstimmung hat doch am Schluss eigentlich auch die Demokratie gewonnen. Heute aber hat nicht die Demokratie gewonnen. Heute haben wir nicht eine Abstimmung verloren, nicht wir eine Abstimmung verloren, sondern der Rechtsstaat hat verloren. Für mich persönlich und für die Grünen war diese Debatte, respektive nicht die Debatte, sondern ihr Resultat, ein Tiefpunkt. Den großen Taktierern der bürgerlichen Mitte, den Strategen, den Kontorsionisten, den Schlangenmenschen, die im gleichen Satz die Rechtsstaatswidrigkeit schon fast glaubhaft beklagten und im selben Satz wieder begründeten, warum man dafür stimmen sollte. Ihnen kann ich sagen, heute hat nur jemand gewonnen, heute hat nur die SVP gewonnen, und das, was wir heute veranstaltet haben, ist eine Einladung an die SVP, bei jedem nächsten Geschäft wieder mit einer Durchsetzungsinitiative dieses Parlament vor sich hinzutreiben. Ich hoffe, dass die Chambre de Réflexion diesmal wirklich etwas Nachdenken walten lässt und diese klugen Gedanken, die wir auch in der Kommission zu dieser Durchsetzungsinitiative ja gehabt haben, von allen Seiten, außer vielleicht von denen, die sie natürlich verteidigt haben, dass man die dann auch bei der Debatte über die Ausschaffungsinitiative ernst nimmt. Es ist nicht aller Tage Abend, aber es ist düsterer geworden im Rechtsstaat Schweiz. Das Wort für die SP-Fraktion.